So, dann beginnen wir mit dem nächsten Beitrag vom Professor Diplom-Ingenieur Johann Lehner. Ich werde mal kurz einmal die Vita vorlesen. Geboren 1954 in Wiener Neustadt, Absolvent der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Fachrichtung Maschinenbau, Studium an der TU Wien, Fachrichtung Maschinenbau Verfahrenstechnik, Tutorials an der Bodleian Library in Oxford GB, also in Großbritannien, Konstrukteur für computergesteuerte Bearbeitungszentren bei der Firma Deckel in München, 1982 Systemanalytiker in der Voest Alpine Linz AG, ab 1987 Leitung der Abteilung Betriebstechnik und Produktentwicklung in der Voest Alpine Stahl Linz AG im Bereich Umformtechnik. Ab 91 Leitung der Forschung und Entwicklungsabteilung der VAI Voest Alpine Industrieanlagenbau in Linz für Umwelttechnik bei der Stahlherstellung. In dieser Zeit zahlreiche Fachpublikationen und Patentanmeldungen, 1990 Ziviltechnikerprüfung, seit 1995 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Wels, von 2002 bis 2019 Lehrtätigkeit an der HTL Wels und von 2002 Gründung und Leitung des Ingenieurbüros für Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik in Linz. Seine Quote: Veränderung beginnt mit einem neuen Denken, das traditionelles und erprobtes Wissen mit neuen Erkenntnissen zu vereinen hat. So, und es geht um Energiebilanz bei Wasserstofftechnologie. Ja, danke und bitteschön. Es ist extrem schwierig, nach so hervorragenden, bereits gehaltenen Vorträgen beim letzten Vortrag noch das Interesse und vor allem die Aufmerksamkeit zu erlangen, denn das Problem ist, Sie sind sicher schon etwas müde von, wie gesagt, sehr intensiven und interessanten Vorträgen. Das habe ich auch an den Fragen gemerkt. Und mein Thema ist sehr profan, also sehr bodenständig. Wir haben von Professor Almeida gesehen und gehört, dass er die Struktur und auch Massenspektrometer und viele Strukturdarstellungen uns erklärt hat und so weiter. Ich möchte drei Themen kurz anschneiden. Das erste ist, ja, jeder kennt die Relativitätstheorie, den Äther. Dann wurde diskutiert, gibt es einen Äther, gibt es einen nicht. Also woher kommt überhaupt das Modell, dass eine Raum- oder die Nullpunktenergie existieren kann. Das zweite ist dann der Einstieg in die Bilanzierung an sich. Und da möchte ich einige schon erwähnte Anwendungen als kurze Videoclips, also der kürzeste dauert 39 Sekunden, der längste ist einer dabei mit 4 Minuten, Ihnen zeigen, wobei ich keine Abstimmung mit Almeida hatte. Das heißt, dass von Walter Jenkins sehen Sie jetzt ganz kurz noch einmal zweimal, das macht nichts, dann kann ich noch einmal hinweisen auf die Daten, die für unsere nachfolgende Rechnung sehr wichtig ist. Was ist Bilanz, werde ich dann erklären und die Quintessenz daraus werde ich auch erklären. Vorweg, ich habe viele Folien mit ausgeprägten Rechnungen. Eine Rechnung besteht immer aus einer Formel, aus vielen Zahlen und einem Ergebnis. Das sind immer die drei Schritte. Nicht? Ich habe einmal eine Angabe, ich habe dann einen Daten- und Zahlenfriedhof, das kennt ja jeder von der Schule oder von sonst wo oder vom Beruf. Nicht? Oh je, Zahlenfriedhof erledigt heute ja der Computer. Und das Ergebnis ist wichtig. Nicht? Jeder sagt, ja, was ist das Ergebnis? Und ich möchte Ihnen im Wesentlichen die Idee näher bringen und natürlich dann das Ergebnis. Da ich mit Herrn Mohan schon vereinbart habe, meinen Vortrag auf öffentlich stellen zu können, können Sie dann, wenn Sie Interesse haben sollten, diese Rechnungen nachvollziehen. Ich möchte nicht jetzt diesen sogenannten Datenfriedhof mit Ihnen durchexerzieren, aber er ist vorhanden und ich werde dann mit dem Leser darauf hinweisen, was ist für uns wichtig als Angabe und was ist dann die Ergebnisbildung daraus. Ja, beginnen wir zunächst einmal mit den Inhalten.
die stehen jetzt hier. Bei jedem Kapitel kommt dann fett gedruckt eben noch einmal die neue Überschrift. Jetzt sind einmal kurze Filmbeiträge von Energiekongress 2018. Das war in Stuttgart. Da gibt es übrigens dann diese DVD. Ich mache jetzt nicht unbedingt die Werbung für die Schneiders, aber ich habe gesehen, Sie haben hier einige DVDs hinten liegen von diesem Energiekongress. Und aus diesen habe ich ganz kurz ein paar Videoclips herausgeschnitten. Ja, dann schauen wir uns den ersten an. Was wir jetzt sehen, ja, ist ein Vortrag über diese HHO-Gas oder über diese Wassergasgenerierung. Hier sieht man jetzt diese konzentrischen Röhren. Was man sieht, ist ja nicht Wasserstoff und Sauerstoff, sondern eben auch der Wasserdampf, der mit in das Gasgemisch geht. Hier sieht man dann die Spannung und auch den Strom, also eher im Normalbereich. Und dieses Special Gas, wie er es nennt, ist eben dieses, ich habe es dann im gesamten Vortrag als Energiegas genannt. Also ich will jetzt nicht auf Braunsches Gas, HHO-Gas oder wie immer eingehen, sondern ich sage ENG, das heißt Energiegas. Jetzt sagen Sie nur, mit welcher Spannung und Strom dieser Versuch läuft. Ja, und das Spezielle ist, dass wir keinen Gleichstrom, konstanten Gleichstrom haben, sondern einen getakteten. Das heißt, der Energieeintrag erfolgt zwar mit Gleichstrom, aber mit einer Frequenz, hat Almeida ja schon in seinem Vortrag genannt. Denn wenn wir die normale Wasserzerlegung mit der Gleichstrom-Elektrolyse betreiben, werden wir später sehen, welche Verluste wir hier einfahren, und wir stecken viel, viel mehr Energie hinein, als ich dann durch die Verbrennung wieder rausbringe. Es ist an sich ja Schwachsinn. Ich möchte hier vorweg schon sagen, dass die Atomlobby schon in den Startlöchern kratzt und sagt, juhu, denn die Solar- und die Wind- und die Wasserkraft ist hier zu wenig. Wir zerlegen Wasser mit Atomstrom und dann ist wieder die Welt gerettet für die Atomlobby. Das sind jetzt nur einzelne Schaltungen. Das heißt, um Frequenzen zu erzeugen, brauchen wir Elektronik. Und was wir von der Testatiker schon wissen, von Paul Baumann, ist das eine Höchstfrequenztechnologie. Nicht eine Hochfrequenz, sondern eine Höchstfrequenz. Erinnern wir uns an das Radio, ne? Das hat mit Kurzwelle, Langwelle, Ultrakurzwelle, zuerst waren wir im Kilohertzbereich, dann im Megahertzbereich, im Gigahertzbereich, und heute sind wir dort, wo wir in einem Bereich sind, der uns biologisch wahrscheinlich ziemlich viel Schaden zufügen wird. Wir sind nämlich genau dort auf diesen 3, 4, 5 Gigahertz. Das ist jedes Mal 1000 mehr, wo auch unsere Information und unsere ganze Zellstruktur hier abgebildet und gesteuert wird. Nur, das ist natürlich den Geldmachern völlig egal. Mich wundert nur, dass das denen egal ist, weil die kriegen vielleicht dann auch Krebs oder andere unangenehme Krankheiten. Aber gut, schauen wir, wie es weitergeht. Ja, das ist jetzt 1b. Here are some other examples of the prototypes of this system here. Das sind einige Prototypen von diesem System. Das ist jetzt der Bau für Heizzwecke. Also Sie können das auch für eine Heizung zu Hause verwenden, für eine Zentralheizung. Sie können hier auch Wasser erwärmen. Und dann hätten Sie im Prinzip eine Heizung zu Hause. Sie brauchen kein Gas, kein Öl, kein Holz, es sei denn, Sie wollen die schöne sichtbare Wärme von einem Kachelofen oder was immer, oder von einem offenen, okay. Aber ansonsten haben Sie hier eine Energie frei zur Verfügung. Also man braucht sehr wenig elektrischen Strom, es ist also keine Umwandlung von... Also er hat hier bereits ein fertiges Heiz, ein Haus-, Gebäude-, Heizsystem entwickelt und auch betrieben. Das heißt, er heizt eben mit Raumenergie. Das heißt,
Es ist ja nicht nur die Mobilität, die wir heute diskutieren, im Vordergrund. Natürlich will jeder fahren, fliegen, schwimmen, tauchen, sondern es geht ja im Wesentlichen, wenn man die Energieverbräuche ansieht, auch um die Heizung, vor allem im Norden. Wir reden ja nicht, dass wir irgendwo in Mittelafrika leben, sondern eben in nördlichen Regionen, wo wir sehr, sehr viel Energie für die Heizung benötigen. Der gearbeitet hat, bevor er gestorben ist. So, this is just another picture of that. Okay, so this is the other thing in the end of the. Ja, hier hat er noch einmal diesen Energiegasgenerator von Stanley Meyer dargestellt. Einen Querschnitt haben wir vom Almeida-Vortrag bereits gesehen. Now, this is a picture. Also er hat gesagt, am Ende von seinem Film hat er das vorgestellt und davon gesprochen, dass er den Wasserstoff in einen anderen Energiezustand. Ja, und diesen anderen Energiezustand werden wir sehen, kann man mit einem Potenzialansatz, was das ist, werde ich langsam mit Ihnen durchbesprechen, dann auch quantifizieren. Also wir wollen ja auch Zahlen sehen und nicht nur philosophisch maschinenbaulich sehen, was gibt's, was geht und was ist gut, sondern jeder fragt natürlich, was kostet es, was bringt es, wie viel Energie gewinne ich. Mehr Gallonen, also unbelievable. So, this is something that he actually went to the patent office on the section 101 and had to prove it to get the patent for this. Also er hat das bewiesen und hat das Patent bekommen dazu. The top part of das letzte werden Sie nicht gehört haben. Der Ton ist jetzt nicht wirklich vordergründig sehr gut, aber er hat bereits hier dargestellt, dass das Energieäquivalent, was er aus diesem Gas gemacht hat. Und wie ich das gehört habe, habe ich abgedreht, bin schlafen gegangen und habe dann mit Willi telefoniert und gesagt, jetzt verstehe ich nichts mehr. Der hat nämlich, das müssen Sie sich vorstellen, die Amerikaner arbeiten nicht mit Liter, Kubikmeter, sondern mit Barrel und mit Gallonen. Eine Gallone hat diese 4 Liter, überschlägig, nicht 3,7 oder was immer, und ein Barrel hat 130 Liter. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass er aus einer Gallone von diesem Energiegas ein Äquivalent von 2.500.000 Barrel Öl nachgewiesen hat. Und die haben ihm sogar das Patent erteilt. Entweder war das ein verrückter im Patentamt oder die haben nicht lesen können. Aber wie gesagt, das gibt es, können Sie nachlesen. Stellen Sie sich vor, 4 Liter von dem Energiegas ist ein Energieäquivalent von 2,5 Millionen Barrel. Und da ist noch einmal der Faktor 100 dazwischen. Nicht? Weil Barrel hat 130 Liter und eine Gallone hat ungefähr 4 Liter. Gut, schauen wir uns jetzt die nächste Walter Jenkin-Dokumentation an, das ist 1c. Da wird Ihnen einiges bekannt vorkommen, aber wichtig ist jetzt auch hinzulesen dann in der Darstellung so die Größenordnungen, wie weit er mit seinem Energiegas, das bitte jetzt nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, sondern aus diesem hochenergetisierten Wasser, in feinsten Teilchen besteht. In fact, any internal combustion engine can run on this amazing, clean-burning, low-cost H2 global water fuel. That alone can reduce toxic. So, das haben wir ja schon gesehen. Das ist da ihr Motorrad. And I'm told H2 global has engines running 100% on water in the lab, but it's still under wraps while patents. Now, as you can see, the gas tank has been removed from this generator. And a very simple modification has been made to the air intake. Here, das ist jetzt nur die Verbindung von diesem Energiegas in den Motor. So, das ist der Generator. Also keine weitere Zufuhr von anderer Energie. Convert water into a very clean, burnable fuel. Just add plain water. And in this version, diese 5% Zusatz von Gasolin ist, ich werde es dann später hinweisen bei dem Diagramm, zur Sicherstellung der Aktivierungsenergie. Das hat die Dame ein paar Mal gefragt, den Professor Almeida. Ja, warum nicht nur Wasser?
Und ich werde es am Diagramm dann versuchen, so zu erklären, dass man es auch versteht. Ja, das ist eine Stromstärke, die ist völlig im Normalbereich. 180 mA, auch die Stromstärke ist jetzt nicht übermäßig. Sie können sehr, sehr drosseln und Sie sehen, wenn Sie nur mehr mit 180 mA, also 0,18 fahren, dann würde eine Lampe kaum mehr leuchten. Das ist eine normale Leuchte und keine LED. Bei LED schaut es anders aus. Ja, das haben wir schon gesehen. Let's look under the hood. Now here, we have some of the prototype parts. This gadget here converts the battery power to the load. Ja, was wir immer wieder sehen, ist in dieser Nutzungstechnologie, und das ist nicht Maschinenbau, sondern Elektrotechnik, diese Frequenzgenerierung. Also wir brauchen Schwingung, Frequenz, um eine Energie in diese Umwandlung hineinzubekommen. Wir nennen das Formation oder Bildungsenthalpie. Das sind jetzt Ausdrücke, die kennen Sie nicht. Ich werde so oft wiederholen, bis Sie nach Hause gehen und sagen, so, völlig klar, ich habe heute was mitgenommen, was ich vorher nicht gewusst habe. Bis auf die wenigen, die vielleicht als Chemiker oder physikalische überdurchschnittlich gebildete Leute sind. Nicht? Was ist halt Physik? Das meidet man nicht. Vor dem hat man Angst. Nicht? Physik und Chemie, ui, was ist das? Schauen Sie sich das, da kommt jetzt plötzlich statt 100 bereits 400 bis 500 Meilen per Gallon. Das ist Wahnsinn, nicht? Also, und das ist jetzt dieses Auto, das fährt. Und es steht hier extra, verwendet keine Elektrolyse. Also das ist eine reine Energetisierung, eine sehr in Nanoteilchen umgewandelte Wasserstruktur. So, und jetzt zwei Beiträge, die können Sie in YouTube auch selber ansehen, von Professor Mitschik über Wasserstoff, Elektromobilität. Ich habe lang nachgedacht und dann doch beschlossen, ich nehme diese paar Minuten hinein. Da geht er jetzt sehr kritisch mit der Umsetzung Wasserstoff, Elektromobilität in die Fahrzeugtechnik ein. Können wir jetzt das 1a von Mitschik. Es wäre tatsächlich effizienter, also umweltfreundlicher und billiger, den Wasserstoff an der Tankstelle zur Stromerzeugung zu nutzen und damit Elektroautos zu laden. Von der Ladezeit mal abgesehen. Ja, es gibt noch die direkte Verbrennung von Wasserstoff in Verbrennungsmotoren, was mit etwas Umbau funktioniert. Das hat aber einen noch viel schlechteren Wirkungsgrad, auch schlechter als Benzin und Diesel. Und als zweite Fußnote, E-Fuels kommen auf einen Wirkungsgrad von maximal 15%, sind also nicht wirklich eine Alternative für die Massenautomobilität. Es gibt verschiedene Übersichten und jeder einzelne davon ist in Details umstritten. Wenn wir aber mal das grundsätzliche Verhältnis sehen, können wir... Ja, ich habe hier gestoppt. Er weist genau darauf hin, welche Art von Energie bringt uns jetzt welche Wirkungsgrade. Das ist ein Thema, das wird noch lange diskutiert. Das ist bitte kein Thema für die, die Geschäfte machen wollen. Die werden sicher Ihnen den Wirkungsgrad irgendwie vorgaukeln, weil da geht es um Geld und nicht um Wirkungsgrad. Als Techniker oder als Physiker geht es uns primär einmal um die prinzipielle Energieerzeugung, Verwertung und Wirkungsgrad. Und dann reden wir über Geld und das ist eben der Nachteil unserer Profession. Wasserstoff ist viel zu teuer und daher auch zu wertvoll für den Betrieb von Pkw und vermutlich auch von Lkw. Wasserstoff hat im stationären Einsatz in der Industrie an sehr vielen Stellen großen Nutzen und deshalb großes Potenzial. Im stationären Betrieb sind auch die Wirkungsgrade deutlich höher. Als Reduktionsmittel in der Stahlindustrie beispielsweise würde Wasserstoff CO2-Emissionen stark reduzieren, weil derzeit Kohlenmonoxid aus verbrannter Kohle verwendet wird. Und neben dem stationären Einsatz in der Industrie können für Verkehr und Transport Schiffe und Flugzeuge sehr gute Anwendungen sein. Selbst wenn es nach Jahrzehnten der Forschung, auch mit hoher öffentlicher Förderung, jetzt gelingt, die Produktion von Wasserstoff effizienter und billiger zu machen,
die Brennstoffzellenantriebe deutlich effizienter zu machen. Und Investoren für Tausenden von Wasserstofftankstellen binnen kürzester Zeit zu finden, müsste man schon neue Regeln der Physik finden, damit ein Wasserstoffauto aus Sicht der Kunden besser und billiger ist als ein rein batterieelektrisches Auto. Die Idee, einen Mix von Wasserstoffauto und Batterieauto als Zukunft zu sehen, ist unsinnig. Denn auch nur für die Hälfte an Wasserstoffautos wird die volle Infrastruktur benötigt. Die Kostennachteile werden dann noch sehr viel größer. Wenn Sie also Anzeigen lesen wie Tesla längst überholt, hier sind die Geheimtipps zu Wasserstoffaktien, nun ja, ich lasse da auf jeden Fall die Finger davon. Meine Zukunftsannahme? Nicht Prognose. Meine Zukunftsannahme ist daher, dass die Kunden in 2030 nicht Verbrenner, nicht Wasserstofffahrzeuge, sondern mit großem Abstand batterieelektrische Autos kaufen werden. Und dass die Anbieter diesem Trend folgen werden. Ich möchte hier noch einmal in Erinnerung rufen, was im vorherigen Clip ja angesprochen wurde. Wasserstoff, und das werden wir im Diagramm später sehen, herzustellen ist ein Schritt. Der zweite Schritt ist die Distribution, die Verteilung, die Speicherung und dann die Anwendung eben zum Beispiel in Fahrzeugen. Und dort ist nicht nur eine Energievernichtung sehr groß, sondern auch die Technologie zunächst zu verteilen. Sie müssen entweder Wasserstoff extrem hoch komprimieren oder verflüssigen bei extrem niedrigen Temperaturen. Das können Sie sich vorstellen, das kostet nicht nur Energie, sondern auch technischen Aufwand. Und ja, last but not least, es gibt zwar jetzt schon Tanks, die den Wasserstoff nicht diffundieren lassen. Es hat während der NS-Zeit Versuche in Jülich gegeben, die haben 40 cm dicke Stahl, Edelstahlbehälter dann mit Wasserstoff gefüllt. Und der Wasserstoff ist durch diese 40 cm Edelstahl, nicht nur normalen Stahl, da war Chrom, Nickel, Vanadium und so weiter drinnen, durchdiffundiert. Es ist nicht lustig, wenn Sie von Ihrem Urlaub zurückkommen oder Dienstreise und der Tank ist leer. Das hat man jetzt schon im Griff, das ist alles nicht das Thema. Aber die Distribution und auch die Verteilung ist bei Wasserstoff ein Problem. Das heißt, er hat ja beim vorigen Klimt gesagt, wenn wir den Wasserstoff erzeugen und dann direkt gleich den Strom oder gleich das Antriebsaggregat, ob das jetzt ein Verbrenner ist oder jetzt die Brennstoffzelle, die ja aus Wasserstoff wieder Strom erzeugt, verwenden, dann wäre das ja nicht nur effizienter, sondern im Endeffekt auch viel vernünftiger. Die Frage, wohin die Reise geht, wird ja nicht nur technisch gelöst, sondern auch wirtschaftspolitisch. So, und jetzt meine Lieblingssprüche, und die konnte ich nicht verhindern, hineinzunehmen. Wilhelm Busch ist bekannt von Max und Moritz, kennen wir. Und wer anderen was vorgedacht, wird ausgelacht. Der zweite Schritt ist, man verhindert es, wenn man es nicht verhindern kann, dann sagt man später, eh klar, ich war ja nur kritisch. Das ist die Ausrede. Ne? Ich kann ja später sagen, ich war nur kritisch. Und das nächste ist vom Arthur Schopenhauer, ein Klassiker und auch Philosoph. Der hat es etwas deutlicher geschrieben. Die erste Stufe, man macht ihn lächerlich. Das kennen wir bereits. Das zweite ist, wird bekämpft. Naja, Verschwörungstheoretiker oder am besten gleich eliminieren. Töten ist eine gute Methode, dann ist er ganz ruhig. Und das dritte ist, naja, es war immer klar, aber wir waren eben wieder nur kritisch. Und jetzt steigen wir direkt ein in die Betrachtungen. Einzelne Fotos habe ich jetzt oder Screenshots gemacht mit der Größenordnung von Strom und Leistung. Haben wir gesehen, vielleicht in Erinnerung, dann den Motor von Walter Jenkins. Das wäre jetzt eine Solarzelle, die man mitführen kann, wenn man eben diese Energie braucht zum Starten bzw. dann für die Aktivierungsenergie. Wir werden später das noch genauer besprechen. Und das aus einem Vortrag, wo jetzt diese Gasnamen noch genannt sind, Braunsches Gas, HO Gas, Hydro und so weiter. Moment, was ist jetzt los? Nein, man darf doch nicht ankommen. So. Ja, wie gesagt, hat Almeida auch schon aufgelistet. Das nächste ist dann eine chemische Formel. Naja, ich kritisiere ungern Vortragsfolien anderer, ich mache sicher auch Fehler, aber das ist natürlich massenmäßig nicht richtig, denn aus einem H2O kann ich nicht ein ganzes O2 bekommen. Wir werden dann gleich besprechen im nächsten Schritt, dass
die Bilanz muss links und rechts gleiche Anzahl von Atome stehen haben. Das nennt man im Endeffekt dann chemisch Stöchiometrie. Ja, das ist ein Wort, das haben Sie vielleicht einmal gehört, dann wieder vergessen. Und wenn links und rechts nicht die gleiche Anzahl von Atomen steht, na, dann stimmt die Bilanz nicht. Recht einfach. Und eines, das einfach so darzustellen, dass ich für die Elektrolyse, für die Zerlegung von Wasser in Knallgas beispielsweise, eine Energie E1 hineinstecke und beim Verbrennen, das ist ein klassischer Verbrennungsvorgang, E2 bekomme, kann ich so nicht herschreiben, aus dem einen Grund, weil Verluste und andere Energiegrößen fehlen. Und das werden wir uns dann in der Bilanz noch einmal ansehen. Da habe ich immer schöne Rechtecke gezeichnet mit Pfeile hinein, Pfeile heraus. Das heißt, eine zu krasse Vereinfachung, da ist besser, man verzichtet ganz drauf. Ja, das ist die klassische Elektrolyse, die brauche ich nicht mehr erklären. Wir sehen an der Anode und Kathode, an der O2 und H2 wichtig ist hinzuweisen. Sie werden jetzt vielleicht fragen, warum steht hier nicht O und H? Weil diese Gaskomponenten oder Moleküle aufgrund der Stabilität eben zweiatomig sind. Die suchen sich sofort das zweite Atom und sind dann sehr, sehr stabil. Sonst hätten wir Radikale und ein Radikal ist nicht sehr stabil und zerfällt gleich wieder oder bildet dann eben stabile Moleküle. Hier geht es um den Wasserstofferzeugungspfad. Es gibt vier momentan Wasserstofferzeugungsbegriffe, den grauen Wasserstoff, der wird im Endeffekt, ich habe immer unterstrichen, Wasserstoff, CO2 bekommen wir aus den fossilen Brennstoffen. Wir haben heute schon erwähnt, fossile Brennstoffe sind insofern Unsinn, weil sehr viel vom Erdgas oder Erdöl ist gar nicht fossil, sondern bildet sich aus Kohlenstoff und Wasserstoff auch von der Erdrinde. Aber trotzdem wird er fossil genannt und das auch von den Uniprofessoren. Na Gratulation, wenn die nichts dazulernen, frage ich mich, wann das endlich so weit wird. Türkiser Wasserstoff heißt, ist ein bisschen besser. Das ist die Methanpyrolyse. Pyrolyse heißt, ich zerlege ohne Sauerstoffzufuhr. Dann kriege ich wieder natürlich eine C-Kohlenstoffbilanz. Aber ich kriege den festen Kohlenstoff. Der ist nicht ganz so schädlich wie das CO2, wobei ich hier jetzt auf diese ganze Klimadebatte gar nicht eingehen will, weil da ist so viel Unsinn dabei, dass eigentlich ich die ersten zwei schon wegstreichen könnte aus Prinzip, weil ein CO2 hat 300% in der Atmosphäre und der Wasserdampf hat 3%. Und wenn Sie da was ändern, dann ist das natürlich ein riesiger Unterschied. Der blaue Wasserstoff, klingt schon besser, ist jener, der sich vom Grauen unterscheidet, indem wir die Energieeintragung aus einer umweltfreundlichen Energie bekommen. Und der grüne Wasserstoff ist frei von jeder fossilen Mengen, Massenzufuhr und aus erneuerbarer Energie. Das heißt, ich habe hier im Wesentlichen immer jene Begriffe unterstrichen, die jetzt ein Grau, Türkis, Blau und Grün kennzeichnen. Und da muss ich sagen, das ist der Stand der Technik. Nur, was wir heute schon alles gesehen, gehört und hinterfragt haben, fehlt natürlich das Letzte mit Raumenergie. Und da steigen wir jetzt ein. Und zwar haben wir eine Idee über, woher Raumenergie kommt. Ich habe, wie ich reingekommen bin, mit großer Freude hier zwei Zitate gelesen, eines vom Einstein und eines von Nikola Tesla. Das habe ich jetzt eigentlich in einzelnen Folien noch einmal zusammengefasst. Ich wusste von dieser Zitatdarstellung ja nichts, dass es dastehen wird. Was ist der Äther? Zunächst ist das eine Vorstellung, dass wir in einen Raum, ein Raum hat zunächst einmal keine Eigenschaften, sondern einmal nur Ausdehnungen. Für uns ist der Raum dreidimensional. Das Problem ist nur, dass jede Dimension eine Größe darstellt. Also wir wissen, ein Raum hat Länge, Breite, Höhe. Dann hören wir auf.
Wir sind ein dreidimensionales Wesen. Wir können uns eine vierte, fünfte und höhere Dimension ja nicht vorstellen. Aber die höheren Dimensionen generieren oder zeigen noch Eigenschaften auf. Und jetzt ist natürlich die Idee gewesen von Demokrit, das ist immerhin schon 400 vor Christus, der gesagt hat, naja, wenn der Raum um uns Eigenschaften hat, dann ist das nicht der Raum, sondern die Eigenschaft geben wir mit einem Äther mit. Das heißt, die Idee heißt Äther und die Eigenschaft ist beispielsweise dann jetzt Elektrizität, Magnetismus, Gravitation, etc. Das Ziel von Einstein war ja eigentlich, die allgemeine Relativitätstheorie zu gründen, nur er hat es nicht mehr erlebt, weil er vorher gestorben ist und die Thematik der Gravitation behandelt gerade dieses Thema, wo wir in der Quantenphysik ja heute auch noch nicht am Ende sind, aber zumindest ein großes Stück weiter. Jetzt eine Folie, wo der nächstfolgende Versuch von Michelson-Morley erklärt werden soll durch etwas Einfacherem. Weil wenn ich das jetzt erkläre, dann sehen wir hier eine Lichtquelle, kohärentes Licht, wird jetzt durch einen semidurchlässigen Spiegel aufgeteilt. Hier haben wir dann oben in einer sehr großen Entfernung, das wurde gemacht in Amerika, wo wir große ausgetrocknete Salzseen haben, und die gleiche Entfernung haben wir in einem anderen Spiegel mit 90 Grad. Und jetzt ist die Idee, hier ein Ergebnis zu bekommen, hier dargestellt in einem Fluss. Der Fluss hat eine Breite L1 und hat konstante Geschwindigkeit, was natürlich in der Realität nicht existiert. Wir wissen in der Mitte die Geschwindigkeit größer, am Rande ist sie kleiner. Aber für ein Modell kann ich sagen, die Geschwindigkeit V hat der Fluss. Und wichtig ist, dass jetzt hier ein Boot losgelassen wird, das jetzt mit der gleichen Geschwindigkeit C ist hier die Lichtgeschwindigkeit für den Michelson-Morley-Versuch, hin und her geschickt wird und einmal Strom abwärts und aufwärts. Und das Ergebnis, was man gerechnet hat, das ist im Endeffekt in Pythagoras, müssen Sie hier anwenden, dass das Boot, das jetzt hin und her fährt, in einem bewegten Äther, das ist nämlich der Fluss mit V größer 0. Wenn der Fluss steht, okay, dann ist die Zeit, die das Boot nach unten und oben hin und her braucht, dieselbe, ist klar. Wenn Sie aber jetzt in dem bewegten Fluss fahren, ist diese Zeit T1 größer als die Zeit T2. Und genau diese sogenannte Dilatation, die Änderung, ist die berühmte Lorentz-Formel. Die hat es gegeben vor dem Versuch. Und die hat auch der Einstein herangezogen. Das ist nichts anderes wie diese berühmte Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. Wenn sie nicht bekannt ist, sie ist nicht sehr komplex. Und jetzt kann ich hier die Zeit, die Masse und sämtliche die Größen, die sich verändern in einem bewegten System, rechnen. Das Problem dabei ist jetzt folgendes. Der Michelson und Morley hat jetzt angenommen, dass das, was wir aus der sogenannten Lorentz-Gleichung wissen, wir jetzt messen, indem wir statt dem Boot mit der Geschwindigkeit c das Licht als Boot verwenden. Und wenn wir das jetzt zurückbekommen in dieses Teleskop, dann muss durch diese Zeitveränderung, die natürlich jetzt im kleinsten Zeitbereich liegt, eine Verschiebung, eine kleine Wellenverschiebung, das ist die berühmte Blauverschiebung, ergeben. Und dann hätte man den Beweis, dass die Erde sich in einem Äther, der sich bewegt, befindet. Und was ist rausgekommen? Nichts. Keine Verschiebung, keine Blauverschiebung. Und jetzt ist man ratlos dagestanden. Und erst Jahre später, weil der Versuch war ja 1887, man hat den zweimal wiederholt, ist dann Einstein hergegangen und hat gesagt, gut, dann ist die Lichtgeschwindigkeit unabhängig vom bewegten Körper, wo das Licht ausgesendet wird. Das war im Endeffekt die Schlussfolgerung. Man könnte sagen, na gut, wenn man ein bisschen schlau ist, hätte man draufkommen können. Na, die zwei sind nicht draufgekommen. Das heißt, die Folgerungen waren, weil beim Michelson-Versuch nichts ausgekommen ist, hat man gesagt, dann gibt es keinen Äther.
man hat es sich wieder leicht gemacht. Also Sie sehen, die Wissenschaftler machen es sich manchmal leichter als erlaubt. Und man hat jetzt Modelle der Naturwissenschaft durch die Mathematik ersetzt. Und jetzt plötzlich wurde der Äther mit mathematischen Gesetzen oder Formeln ersetzt. Toll. Ne? Man ersetzt plötzlich die Physik durch Mathematik. Ist an sich ja grundsätzlich nicht zulässig, weil die Mathematik keine Naturwissenschaft ist, sondern auf Beweisen und fixen Regeln. Das Letzte brauche ich nicht durchlesen, das habe ich Ihnen schon erklärt. Weitere Anmerkungen von Naturwissenschaftlern, wie der Walter Russell, der hat bei vielen amerikanischen Präsidenten das Ohr gehabt und hat ihnen gesagt, saubere Energie für die Menschheit wird es geben, bitte. Das hat er schon 1926 dann postuliert. Der Maurice Dirac war ein, nicht nur Physiker, sondern vor allem mit Dirac-Impulsen ein hervorragender Mathematiker und hat dort in der Regelungstechnik sehr viel auch dazu entwickelt. Nikola Tesla, ja, den kennen wir, war schon immer Gegner von der Relativitätstheorie, denn er hat gesagt, wenn der Raum eine Eigenschaft hat, dann muss ich der Eigenschaft zumindest einen Namen geben. Und das ist eben Äther. Ja, okay, sagen Sie statt Äther Wörtelbrumm, dann ist es Wörtelbrumm. Man hat nicht Wörtelbrumm gesagt, sondern eben Äther. Jetzt noch eine interessante Aussage. Es gibt in der Materie keine andere Energie als die der Umgebung empfangene. Und das Letzte, was im Endeffekt ja auch dort steht, ehe viele Generationen, da dürfte schon Hellseher gewesen sein, vergehen, werden unsere Maschinen durch eine Kraft angetrieben, die in jedem Punkt des Universums verfügbar ist. Und das wissen wir, das Universum ohne der Nullpunkt oder Raumenergie würde so, wie es funktioniert, ja nicht funktionieren. Ja, interessant ist, dass auch Einstein zumindest lernfähig war. Er hat 1905 die Äthermodellierung negiert, hat gesagt, das ist Unsinn, geht nicht, nicht, da haben wir dann die Mathematik gehabt. Er hat aber dann, ja, 15 Jahre später, das revidiert und hat in einem Vortrag an der Universität in Leiden in Holland dann eben eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, den Äther zu verleugnen bedeutet, anzunehmen, dass der leere Raum keine physikalischen Eigenschaften hat. Man muss wissen, der Einstein war Physiker und kein Mathematiker. Dass er 15 Jahre dazu gebraucht hat, ist immerhin besser als nichts. Andere sterben und sagen, nein, ich bin noch immer der alten Meinung. Und das ist so. Ja, jetzt der Energievergleich von drei für uns momentan angewendeten Energieformen. Die Brennstoffenergie, egal ob Holz oder Erdöl, hat die gleiche Größenordnung. Wenn Sie Holz einheizen, ist schon klar, dass der Heizwert von Holz kleiner ist als von Erdgas und Erdöl. Aber die Größenordnung in Zehnerpotenzen, ich glaube, Sie wissen, was Zehnerpotenzen sind. Das sind die Nullen hinter einer bestimmten Zahl. Die heißt Matisse, das ist die Zehnerpotenz, ist 10 hoch 1. Die der Materie, das ist eben ESMC² aus der Atomspaltung, ist, naja, hat 9 Nuller mehr. Wir wissen, dass ein angereichertes Uran ja nicht vollständig gespalten werden kann. Das ist der Grund, warum wir an sich ein ausgebranntes Brennelement ja wieder aufbereiten, weil da so sehr viel unverbrannter, also nicht gespalteter Brennstoff drin ist. Hat natürlich Probleme der Strahlung etc. Also über Atom möchte ich oder Atomkraftwerke und deren Probleme nicht eingehen. In Russland und Fukushima ist schon viel zu lange her, das ist schon wieder vergessen. Aber meine Meinung ist, dass hier man nicht mit dem Feuer weiterspielen sollte. Aber immerhin, wir haben gewonnen, 9 Nuller mehr. Ich habe als Energie jetzt nicht Kilojoule, nicht Kilokalorien oder sonst was, sondern immer Kilowattstunden pro Kilogramm hergenommen. Und ja, jetzt sind wir bei der Raumenergie. Da haben wir noch einmal 12 Nuller mehr. Wie viel das ist, hat Almeida und auch schon
Herr Mohorn darauf hingewiesen, wir können das nur in wie viel Billionen Jahren verbrauchen, wenn wir das wirklich anzapfen. Also so viel Energie können wir gar nicht vernichten, dass wir das faktisch auf Null setzen. Ja, das war jetzt die Einleitung und jetzt kommen wir, ich hoffe es geht noch, zu einem für Sie wahrscheinlich schwierigsten Teil in Ihrem jetzigen Zustand. Es ist spät, Sie sind müde und ich hoffe, dass ich jetzt mit Ihrer vollen Anstrengung Ihnen das eine oder andere noch mitgeben kann. Ja, die Folie ist einfach, Stoff- und Massenbilanz und Energiebilanz. Mein Freund hat mich darauf hingewiesen, wie ich mit den ersten Folien der Formel begonnen habe. Er hat gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Du musst einmal beginnen, was eine Bilanz ist. Jetzt gibt es natürlich Bilanzbuchhalter und es gibt auch jetzt Bilanzierer, die Äpfel und Kartoffeln bilanzieren. Und jetzt habe ich den Hinweis bekommen, nimm doch eine Waage. Die Waage ist dann im Gleichgewicht, wenn links und rechts in dem Fall die gleiche Masse drauf liegt oder das gleiche Gewicht. So, das ist nichts Neues, das weiß bereits ein kleines Kind. Und jetzt habe ich versucht, das ein bisschen allgemein darzustellen. Ich habe jetzt gesagt, das eine Rechteck ist einmal eine Massenbilanz. Wenn ich 5 und 15 Kilo hineingebe und die Bilanz soll erfüllt sein und es geht nichts irgendwo verloren, das ist die Voraussetzung, dann müssen 20 Kilogramm rauskommen. Ja, klar. Jetzt habe ich gesagt, bei einem Fließprozess ist nur die Einheit eine andere. Wenn jetzt konstant die 5 und 15 Kilogramm pro Sekunde hineinfließen, dann müssen, wenn jetzt nicht irgendwas undicht ist, wieder die 20 herauskommen. Jetzt vorweg, bevor wir zur nächsten Folie kommen, zwei wichtige Energieeinheiten. Das wird sehr oft vermischt und die Leute im täglichen Leben, ich kenne das aus der Praxis, verwechseln jetzt Kilowatt mit Kilowattstunden. Sie sehen, hier steht Kilowattstunde und hier steht Kilowatt oder hier steht Wattsekunden und hier steht Watt und hier steht Kilojoule. Wir wissen zwar, dass zur Erinnerung Leistung immer die Energie oder Arbeit durch Zeit ist. Das heißt, wenn ich sage, mach diese Arbeit, dann ist sicher ein Unterschied, ob Sie da eine Stunde oder 10 Stunden dafür benötigen. Und das steht auch hier als Formel. Das heißt, die Leistung ist nichts anderes wie Joule pro Sekunde. Oder ich habe jetzt hergeschrieben, Kilowatt ist ja auch eine Leistung. Pro Stunde, nicht? Kann ich herschreiben. Das ist eine Leistung, das ist eine Zeit. So, und jetzt habe ich Kilowatt pro Stunde. Wenn ich jetzt haben will, dass ich daraus die Energie bekomme, dann muss ich nur entweder die Zeit mit der Leistung multiplizieren oder ich kann auch die Einheiten genauso umformen. Das ist jetzt einfache Mathematik. Wird Ihnen nicht geläufig sein, weil Sie ja andere Jobs haben. Und eine Wattsekunde ist ein Joule. Sieht man hier. Oh, jetzt ist er schon wieder abgestürzt. Wenn man da nur rein ein Hauchel drauf geht, ist man schon wieder woanders. So, und da unten habe ich dann die Umformung gemacht. Wir merken uns, diese berühmten Kilojoule, mit denen gern gehandhabt wird, da gibt es einmal Megajoule und Gigajoule und Terajoule, mit dem ist man nicht wirklich familiär. Also das ist eine Einheit, die sagt einem wenig. Es sagt uns ja auch nichts Meilen pro Minute. Ne? Das sagt, Stundenkilometer sagt man was. Aber Meilen pro Minute, was sind 10 Meilen pro Minute? Ist das schnell oder langsam? Das heißt, die Kilowattstunde ist für uns insofern gebräuchlich, weil wenn Sie auf Ihren Elektrozähler ablesen, dann wissen Sie, wie viele Kilowattstunden Sie zu bezahlen haben, weil Sie es verbraucht haben. Und das ist eine Größe, die ist sehr leicht ablesbar. Und auch beim Heizwert werde ich später immer jetzt diese Kilowattstunden verwenden und nicht irgendwelche anderen Einheiten, die man ja umrechnen kann. Jetzt stürzen wir uns gleich in die Energiebilanz. Ja, das Gleiche ist noch einmal mit Energie. Wenn ich eine Energie von 5 und 15 hineinstecke, müssen 20 herauskommen. Und beim Fließprozess könnte ich auch herschreiben Kilowattstunden pro Stunde. Na, ich habe gleich Kilowatt hergeschrieben. Wenn Sie zum Beispiel eine Kilowattstunde in einer Stunde verbrauchen, haben Sie eine Leistung von einem Kilowatt mit Ihrem Heizgerät oder mit Ihrem Motor gebraucht. Ja, das ist noch relativ einfach. Ich habe jetzt Massen- und Energiestrom in einer sogenannten Bilanzierungs,
Einheit zusammengefasst. Und jetzt kommt noch Systemgrenze dazu. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Denn dort liegt die Krux, wo die Raum- oder die Vakuumenergetiker ja von der klassischen, ich sage, Technik angegriffen werden. Und das vielleicht zum Teil berechtigt, weil hier jetzt die exakte Bilanz fehlt. Der Steuerberater oder ich sage das Finanzamt will eine Bilanz sehen. Wenn sie die nicht vorlegen, werden sie ein Problem kriegen. Nicht? Dann wird es heißen, ja, machen sie es. Sie haben jetzt so und so viele Wochen Zeit für die Bilanz nachzubringen. Nicht? Ganz klar. So, warum hier nicht? Und da gibt es die Systemgrenze und das ist eines der wichtigsten Definitionen oder Festlegungen. Systemgrenze oder Englisch Battery Limit ist das, wo wir etwas hineinfließen und etwas herausfließen lassen. Hier sehen wir jeweils zwei Pfeile Masse hinein, eine heraus und wieder zwei Energie und eine heraus. Das kann bei einem Kraftwerk sehr, sehr umfangreich werden. Da haben wir gleich mal 30 Pfeile hinein oder 50 Pfeile hinein und 6 heraus. Also die Komplexität berührt ja nicht das Prinzip. Oder umgekehrt. Ne? Das Prinzip berührt ja auch nicht die Komplexität. Und jetzt kommt es in die Bilanzierungsrechnung. Es gibt in der gesamten physikalischen Wissenschaft nur drei Größen. Ich muss hier unterscheiden. Die Größe, Menge, Masse, Volumen. Die Formelzeichen sind auch international N, M und V. M für Masse, N für eben die Menge. Die können Sie zählen. Und dann die Einheit. Interessant ist, das möchte ich dann beim nachfolgenden Dreieck erklären, dass wir, wenn wir in die Schule kommen oder ja, von klein auf, werden wir mit Masse gleich behandelt. Nicht? Masse, nicht? Wie viel Kilogramm hast du und so weiter. Statt das, was kleine Kinder machen, Murmelzählen. Das Erste, womit wir konfrontiert sind, sind nicht mit Masse, sondern mit Menge. Und die Menge können Sie zählen. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und was ich immer wieder gern mache, ich habe Kugeln, gleich groß, gleich gefärbt, also in einen Farbtopf geworfen, sind alle weiß, nur die einen Kugeln sind alle groß, sind aus Styropor, das ist ein ganz leichtes Material, dann Holz und dann Stahl. Und jetzt lasse ich den Leuten oder den Kindern das einmal heraus und die merken, ah, Moment, das ist aber schwer. Aha, sie wissen ja nicht, dass das Stahl ist und legen es wohin und das leichteste Styropor, das mittelschwere, nicht das Holz und jetzt haben wir überall gleich große, gleiche Menge, aber die Masse ist unterschiedlich. Hm? Und das ist wichtig in einer Rechnung zu berücksichtigen. Wir haben die Menge, die Einheit Mol oder Kilomol. Da schrecken sie die Leute. Also wenn ich begonnen hätte, wir bilanzieren sofort mit Menge in Mol oder Kilomol, dann hätten sie schon abgeschaltet. So hören sie mir noch zu, weil sie wahrscheinlich warten, naja, wie geht es weiter oder wie erklärt er jetzt das? Die Masse, brauche ich nicht erklären, die ist nämlich ein hochkomplexes System oder eine Größe. Denn wir haben als leichtestes, mit geringster Masse gefundenes Element in Wasserstoff definiert. Und er hat die Masse 1. Und zwar 1 Kilogramm pro Kilomol. Punktum. Ist eine Definition, das hat nichts mit Naturgesetz zu tun, das ist eine Festlegung. Man hätte auch sagen können, 1 Kilomol Wasserstoff, 1 Kilomol Wasserstoff hat 37,68 Kilogramm. Wäre sinnlos, nicht? Wenn ich darunter nichts mehr habe. Also hat man gesagt 1. Man hat durch spätere Messungen dann 1,001, man hat das alles nachkontrolliert und etwas korrigiert in den Kleinigkeiten. Ja, und das Volumen ist auch klar. Die Frage ist, warum brauchen wir drei Größen? Diese Menge brauchen wir für die Stöchiometrie einer Bilanzierung bei chemischen Prozessen. Für Äpfel und Kartoffelverkauf brauche ich es nicht. Ich kann höchstens sagen, ich kriege 10 Äpfel. Egal, welche Masse die haben. Ich kann aber sagen, ich hätte gern 1 Kilogramm Äpfel, ja, dann werde ich das natürlich mit der Waage bestimmen. Das nächste ist das Volumen. Und warum wir diese zwei Größen brauchen, ist, weil wir diese messen können. Mol zu messen ist wesentlich komplexer, können die Chemiker, aber wir im Maschinenbau kennen Masse
und Volumen sehr gut messen. Sie übrigens auch. Kein Problem. Ja, jetzt habe ich einzelne Beispiele. Was Sie hier links unten sehen, das ist aus dem Periodensystem. Werden Sie vielleicht einmal gehört haben, da sind die Elemente auch nach dieser ganzen Massenzahl aufgelistet und auch noch der Elektronenzahl. Ich habe Ihnen nur gesagt, Dichten, das ist wie viel Kilogramm pro Kubikmeter, ja, Wasser, Quecksilber, ich habe Beispiele hier hingeschrieben. Und bei den Molmassen, Sie sehen Molmasse, wie viel Kilogramm hat zum Beispiel Quecksilber pro Kilomol, Gold, Silber oder Sauerstoff oder Wasserstoff. Und Sie sehen, das sind natürlich unterschiedliche Größen wie auch bei den Dichten. Und was auch mir am Herzen liegt, dass Sie in Zukunft unterscheiden, das ist Atome, Moleküle, Komponenten, Stoffe. Ein Atom steht hier im Periodensystem. Ein Molekül besteht aus verschiedenen mehreren Atomen. Eine Komponente und ein Stoff besteht aus einem Gemisch oder aus Molekülen. Das heißt, wenn ich sage Komponenten oder Moleküle, ist das prinzipiell dasselbe. Und dann sage ich, mache eine Stoffbilanz, dann mache ich eine Bilanz über unterschiedliche Moleküle. Also das sind jetzt vier Wörter. Naja, wir sind eben mit Wörtern unterschiedlich unterwegs. Die Vorgangsweise ist so, dass wir drei Schritte haben. Das erste ist die Reaktionsformel, das zweite ist, bei der Reaktionsformel haben wir Massen- oder Strukturformel. Die Massenformel ist, Sie kennen das bereits, H2O. Das heißt, ich habe zwei Atome Wasserstoff und habe ein Atom Sauerstoff. Und ich habe hier die Strukturformel. Die Strukturformel haben wir beim, glaube ich, Almedes in einem Vortrag öfter gesehen. Das mit dem Tetraed etc. Dann haben wir Mengen- und Massenangaben. Wir sagen natürlich auch hier nicht Mengen und Massen Input, sondern wir sagen Edukte, das ist der Beginn. Und das Produkt daraus heißt Gott sei Dank Produkt. Und hier gibt es kein anderes Wort. Produkt ist ziemlich einfach zu merken. Und jetzt das klassische Beispiel. Jetzt war eine Frage vorerst eines Teilnehmers. Wie gibt es, dass ich H2 und ein O2 zur Reaktion bringe? Denn ich habe hier zwei Moleküle mit jeweils zwei Atomen. Ganz einfach, ich bringe nicht immer nur ein Molekül zur Reaktion, sondern mehrere. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, wie viele Moleküle oder wie viele Teilchen sind in einem Mol drinnen? Wer weiß es zufällig? Oder wie diese Zahl heißt, die hat einen Namen. Sie hat an sich zwei, ja? Genau, die Loschmidtsche Zahl oder Avogadro-Zahl und die ist 6,02 mal 10 hoch 21. Sie haben 10 hoch 21, eine Zahl mit 21 Nullen, Moleküle 23. Für ein Mol, stellen Sie sich das einmal vor, wenn wir da beginnen zu zählen, das ist aus der statistischen Physik gerechnet worden und mit dem rechnet heute die ganze Welt. Das heißt, das ist jetzt das Prinzip der Bilanz. Ich habe es immer grün oder blau später gezeichnet. H2 hat zwei Atome, ne? Sehen wir ja, zwei Atome H. Hier habe ich aber insgesamt zwar zwei Atome Sauerstoff in dem Molekül, aber nur die Hälfte. Also habe ich wieder ein Atom Sauerstoff, ist das klar? Die Hälfte von zwei ist eins. Ja, und das ergibt wieder ein H2O. Schauen wir mal. Ein O steht hier. Und ein H2 steht hier. Und egal wie komplex jetzt die Reaktion ist, dieses Prinzip gilt immer. Punkt. Da können Sie jetzt Erdgas, Methan, irgendein Alkohol, ne, C2H5OH und C3H6O7, was immer, verbrennen. Dann ist nur die Reaktionsgleichung etwas länger. Aber das Prinzip, dass links und rechts gleich viele Atome stehen müssen, nämlich von den jeweiligen Atomen, die daran beteiligt sind. Sonst ist die Bilanz nicht erfüllt und dann stimmt halt was nicht. Dann hat sich der Chemiker verrechnet. Hier noch einmal. Und jetzt verbrennen wir nicht diese eine Menge, die ist ja zu wenig, sondern ich kann das beliebig mit einer Zahl n multiplizieren. N, das ist jetzt die Menge. Und hier kann ich statt 2 eine beliebige Zahl hinschreiben. Ich kann hier schreiben 97,36 oder 3758. Egal. So viel Sie verbrennen wollen,
steht dann hier als N. Wir drehen ja oft den Spieß um. Wir sagen, wie viel Energie brauche ich, zum Beispiel durch Verbrennung. Und dann will ich wissen, wie viel muss ich zuführen. Nicht, wenn ich sage, ich brauche eine Energie von 10 kW oder eine Leistung, dann ist die Frage bei einem bestimmten Brennstoff, wie viel muss ich zuführen? Genügt 1 Liter, 10 Liter, 1,5 Liter? Nicht? Das ist dann die Aufgabe. Und dann ist das Ergebnis das N. Man, so einfach wäre es dann. Ja, das andere brauche ich jetzt nicht mehr vorlesen, das habe ich gerade Ihnen versucht zu erklären. Und jetzt zur ersten Aufgabe. Jetzt kommen wir zu dem Motor, den wir schon fahren gesehen haben. Erstens, welche Menge ergibt sich? Zweitens, welche Masse an Wasserstoff, Sauerstoff ergibt sich? Welches produziert die Gasvolumen? Und last but not least, was uns sicher noch interessiert, ist das Abgasvolumen. Das ist die Aufgabenstellung. Und jetzt bitte klappen Sie nicht die Augen zu. Habe ich noch einmal zur Erinnerung das Dreieck hergezeichnet und gesagt, ein Kilogramm, oder ein, das Schöne ist, dass ein Liter Wasser genau 1000 Gramm hat, weil die Dichte zufällig 1 ist. Ich habe immer die Formel dazu geschrieben, Masse ist Volumen mal Dichte. Jetzt haben wir die Anzahl der Moleküle, ist jetzt 55,5 Mol. Sie wissen, Mol ist Menge. Könnten wir abzählen. Das nächste ist, wie groß ist die Masse? Und hier sehe ich, wenn ich aus einem Kilogramm oder einem Liter Wasser Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen würde, ja, das wäre zum Beispiel das HHO-Gas oder das Brownsche Gas, dann hätte ich 111 Gramm Wasserstoff und 889 Gramm Sauerstoff. Sie sehen, das Verhältnis ist hier ungefähr, man kann sagen, 1 zu 9. Das heißt, die Masse von Wasserstoff ist extrem gering. Warum? Ja, weil die Molmasse so gering ist. Ne? Sauerstoff hat 16, ich weiß zufällig ein paar Molmassen von den wichtigsten Elementen auswendig. Sie können im Periodensystem nachschauen, dann wissen Sie es auch. Und da kann man sich das herausrechnen. Das ist eine Schlussrechnung. Also ich brauche hier kein Integral und kein Differential. Das nächste ist, wie groß ist das Volumen? Da muss man jetzt wissen, es gibt von einer Ecke zur anderen immer Umrechnungsgrößen. Was Sie wissen, ist Masse in Volumen, ist die Dichte. Die Dichte ist Masse durch Volumen. Die Molmasse wissen wir auch, das ist Masse durch Menge, Kilogramm pro Kilomol. Und dieses Molvolumen ist bei Gasen, bei idealen Gasen im Normzustand, immer entweder 22,4 Liter oder 22,4 Kubikmeter pro Kilomol. Was ist Normzustand? 0 Grad Celsius oder 273 Kelvin und 1 Bar. Genau 1013 Millibar, ganz genau. Das ist der Normzustand. Gott sei Dank haben auch den Normzustand die Amerikaner übernommen und haben da nichts anderes. Nur die rennen es dann in Fahrenheit oder sonst noch wo um. Aber der Normzustand ist weltweit dasselbe. Wir gehen jetzt zur Potentialtheorie. Also die Massen- und Stoffbilanz ist, naja, Basis für jede Betrachtung, dass ich sage, was habe ich hineingesteckt, was bekomme ich. Aber wo die Raumenergie jetzt angefeindet wird von der, ich sage einmal, offiziellen Wissenschaft, ist ja nicht die Massen- und die Stoffbilanz, weil das glauben die sowieso, weil wenn sich da einer verrechnet, dann ist im Endeffekt, dann hat er sich verrechnet. Aber das Nächste, das war die Idee, die habe ich mit einem Freund dann auch durchgesprochen, die Anwendung der Potentialtheorie. Die Potentialtheorie klingt jetzt wieder sehr hochtrabend, aber Sie werden sehen, in ein paar Minuten wird es Ihnen völlig klar sein, weil Sie kennen die Potentialtheorie aus anderen Anwendungen bereits. Es gibt ein Modell, es gibt eine Formel, es gibt Einheiten und es gibt die Zahlen dazu. Das ist nichts Neues. Ne? Zuerst brauche ich ein Modell. Ich meine jetzt nicht ein Holzmodell, sondern ein Formelmodell. Das steht hier. Oder Gleichung. Ich brauche eine Einheit. Ohne Einheit geht nichts. Und Zahlen, naja, wir sind in der Technik jetzt nicht Philosophen, sondern primär werden wir um Zahlen ja gefragt und für das bekommen wir meistens Geld. Und wenn ich keine Zahl liefere, dann kriege ich kein Geld. Ich meine, ich bin Maschinenbauer und eben jetzt nicht der reine Wissenschaftsphysiker, der sie aber immer mehr werden, wenn sie da etwas tiefer hineinsteigen. Und jetzt habe ich drei Beispiele. Heben einer Masse. Verzeihen Sie dieses einfache Beispiel, aber
Es kennzeichnet die Potentialtheorie in einfachster Form. Das Potential, klingt gut, nicht Potential, ist die Höhe. Und zwar die geodätische Höhe. Das heißt, im rechten Winkel zu meiner Basisfläche. Wenn Sie schief gehen, dann müssen Sie auch sagen, na, wie hoch bin ich jetzt geodätisch gekommen. Ne? Wenn Sie schief gehen, dann ist die geodätische Höhe halt dann abzumessen. Die ist jetzt Beispiel, jetzt können Sie fragen, warum bin ich auf 80 Kilo und 15 Zentimeter gekommen. Das stellt eine, naja, etwas gewichtigere Person dar. Das ist zum Beispiel mein Gewicht. Und 15 cm ist eine durchschnittliche Höhe von einer Stufe, die wir so vorfinden. Ja, manche sind 18, manche sind 13 cm, also 15 ist die klassische Stufenhöhe. Und jetzt schauen wir, welche Energie und welche Leistung ich brauche, wenn ich in einer Sekunde ist sehr lang. Also Sie gehen normalerweise in einer Sekunde zwei Stufen, nicht 21, dann haben Sie zwei Stufen geschafft, wenn Sie sich nicht hinaufschleichen. Energiegleichung ist E mal G mal H. Übrigens, so rechnet auch ein Wasserkraftwerk. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie groß die Megawatt in den Donaukraftwerken ist, dann brauchen Sie nur wissen, wie viel Kubikmeter pro Sekunde fließt da durch die Turbinen. Und dann haben Sie einmal die sogenannte Bruttoenergie und dann mit den Wirkungsgraden abgezogen, haben Sie die Leistung an. Da schauen die Leute immer, weil ich habe einen im Mühlviertel, der hat eine Pumpe und ich sage, ich habe ein Wasserrecht. Wie viel Energie kriege ich daraus, habe ich gesagt, das messt er selber ab. Und ja, jetzt hat er halt, wo er seinen Ofen beheizen kann. Ne? Der hat nichts anderes gemacht, wie das aufgestellt, lasst es durch ein Rohr rinnen, hat dort eine Pumpe, eine ganz billige Kreiselpumpe, also verkehrt geschaltet, hat einen Generator angehängt, das hat ihm alles nichts gekostet, weil er alles schon besessen hat. Ne? Ein Müllviertlerbauer hat ja alles. Und ja, jetzt fährt er seinen Ofen, ohne dem Verbund Geld zu zahlen, mit seiner eigenen Anlage. Ja, brav. Und ja, jetzt haben wir eine Energie von 118 Joule. Und wenn wir das in einer Sekunde rechnen, dann haben wir eben 118 Joule durch eine Sekunde, 118 Watt. Würden Sie die Stufe in einer halben Sekunde gehen, ne? Zwei Stufen in einer halben Sekunde, dann hätten Sie bereits 236 Watt. Sie können sich jetzt ausrechnen, 736 Watt ist ein PS. Es gibt ja nur die uralten Einheiten, die ja zum Teil zwar offiziell von den Physikern verboten sind, aber die Autoindustrie hat es noch hochgehalten, weil wenn Sie sagen, mein Auto hat 80 kW, dann fragt sie wer, ach so, du fährst ein Elektroauto. Ne? Dass kW mit Elektro nichts zu tun hat, wissen die Leute meistens nicht. Ne? Aha, ja, na ja, gut, meiner hat 110 PS. Ne? Ich fahre nur einen Verbrenner und du, ach so, du fährst ein Elektroauto mit 80 kW. Also, Sie sehen, wie diese Verbindung in den Köpfen tickt. Ja, also Sie können ausrechnen, wie viel Leistung Sie jeweils beim Stiegen steigen. Und mein Sparringpartner sind die Stiegen, weil die kann ich sehr leicht bestimmen und ich kann mitzählen, nicht 21, 22. Das heißt, ich brauche überhaupt kein teures Messgerät. Schauen wir uns das nächste Beispiel an, den elektrischen Fluss. Ich habe einmal eine Spannung von 110 Volt. Sie könnten auch sagen, warum nicht 220? Ich habe 110 hergenommen. Einen Widerstand von 100 Ohm, weil ich will den Strom nicht kurzschließen. Und ja, und jetzt will ich wissen, wie groß ist der Strom und wie groß ist die Leistung. Auch das kennen Sie möglicherweise noch vom verhassten Physikunterricht in der Schule. Die Berechnung ist alles einmal, das berühmte URI, ne, das ist dieser Kanton in der Schweiz, das merkt man sich. I ist daher U durch R, ich will das nicht runterexerzieren. Hier steht nichts anderes wie entweder bei dieser Angabe habe ich 110 mA oder 0,11 Ampere. Und die Leistung, die jetzt diese Angabe bringt, ist 12 Volt Ampere. Das wäre in etwa dann diese 12 Watt. So, und jetzt kommen wir zum Thema Aktivierungsenergie, was ja die Frage von der Dame war mit, ja, warum kann ich nicht nur mit dem Ethanol und Wasser fahren? Das ist das Problem, das hier grafisch dargestellt ist. Wir haben ein Energiepotenzial. Die Frage der Einheit, habe ich gerade gesagt, kommt darauf an, welches System ich jetzt betrachte. Betrachte ich Stiegensteigen oder Heben von Lasten, dann ist das Potenzial die Größe Höhe. Ja.
Bin ich Elektrotechniker, der jetzt den elektrischen Strom wissen will, dann ist das Potenzial die Spannung. Ich kann nicht sagen, der Strom richtet sich nach der geodätischen Höhe. Das ist ja Unfug. Und hier werden wir sehen, haben wir ein anderes Potenzial. Das ist das sogenannte Bildungsenthalpie oder Enthalpie of Formation. Also Bildungsenthalpie heißt, wenn ich ein Molekül habe, welches Potenzial besitzt das Molekül? Und wenn ich jetzt chemisch dieses Molekül reagieren lasse, naja, welche Energie bekomme ich? Oder wenn ich es woanders hinheben will, was muss ich hineinstecken? Der Chemiker fragt immer, ist die Reaktion exotherm, wo ich Energie herausbekomme, oder endotherm, wo ich Energie hineinstecke? Oder ist es sogar autotherm, dann ist die Energiebilanz ausgeglichen. Dann ist die Summe der Energien vorher und nachher von Edukten und Produkten dieselbe. Die drei Möglichkeiten gibt es. Kriege ich was raus, stecke ich was rein oder bleibt es gleich. Aber warum brauche ich die Aktivierungsenergie? Weil keine Reaktion, auch nicht eine Kugel, die wo oben liegt, werden wir dann gleich sehen, von selbst plötzlich beginnt zu rollen oder zu fließen oder was immer. Sie müssen, nicht sie sollten oder sie können, sie müssen, wenn sie etwas reagieren lassen wollen oder bewegen wollen, eine Aktivierung hineinstecken. Und das heißt eben EA wie Aktivierungsenergie. Das ist diese Überhöhung, aber die bekommen Sie in jedem Fall zurück. Entweder bekommen Sie es bei einer exothermen Reaktion, das werden wir jetzt gleich sehen. Diese exotherme Reaktion heißt, dass das Potenzial der Produkte niedriger ist. Das heißt, ich habe letztendlich hier die Summe aller Anfangspotenziale hergenommen, reagieren lassen und habe am Ende ein kleineres Potenzial. Das heißt, die frei werdende Energie ist der grüne Pfeil, also die Länge des grünen Pfeils. Und die Aktivierungsenergie kriege ich ja wieder zurück. Daher ist die gesamte Energie, die ich bekomme, die Summe aus diesen beiden. Nur wenn ich das nicht hineinstecke, beginnt eine Reaktion gar nicht abzulaufen. Kann man verstehen. Übrigens, was macht ein Katalysator? Der Katalysator macht nichts anderes, als diese Aktivierungsenergie extrem verringern. Er setzt es nicht auf Null, aber er setzt es sehr auf kleines Potenzial. Das heißt, wenn wir eine Nachverbrennung bei den sogenannten Katalysatoren in der Automobilindustrie verwenden, dann wollen wir ja die unverbrannten Kohlenwasserstoffe und eben das Schädliche in den Abgasen vollständig oxidieren. Ja, und da brauche ich natürlich was? Aktivierungsenergie. Und mit dem Katalysator kann ich das verringern und dann laufen die Prozesse statt bei 850 Grad bei 300 Grad ab. Das ist eigentlich alles, was ein Katalysator tut. Übrigens, in der Biochemie heißt es Enzyme. Wenn Sie die richtigen Enzyme haben, dann können Sie, aber Vorsicht bitte mit Enzymen, fressen Sie nicht die falschen, gewisse Reaktionen erleichtern oder beschleunigen. Aber sonst bitte Vorsicht. Enzyme und Hormone fressen kann schief gehen. Und Impfungen auch. Kann schief gehen. Ich habe nicht gesagt allgemein, aber kann schief gehen. So, und jetzt schauen wir weiter. Ja, da habe ich schon gesagt, endotherm, exotherm, autotherm. Das ist jetzt das Prinzip. Wenn Sie zum Beispiel hier, das Blaue ist jetzt ein Berg. Und das Untere ist jetzt mein Tal. Das ist eine Kugel. Und die Kugel bleibt so lange da oben liegen, bis entweder sie anstupsen oder ein Wind geht. Also eine notwendige Aktivierungsenergie erfolgt, dass die Kugel jetzt da runterrollt. Das tut es dann ohnehin von selber. Dann bleibt es da unten liegen. Eines, was wir natürlich auch wissen, ist, da oben, wenn die Kugel die Möglichkeit hat, ein tieferes Potenzial anzunehmen, dann ist der Zustand stabil. Das nennen wir stabil und das oben heißt labil. Das ist die Definition in der Mechanik, übrigens auch in der Chemie. Und jetzt dieses Diagramm. Na, dieses Diagramm verstehen Sie jetzt, weil das ist nichts anderes als auf dieser einen Achse Komponenten und Moleküle. Da gibt es Tausende. Das heißt, ich könnte hier enden in Ungarn, dann hätte ich vielleicht alle Moleküle aufgetragen, weil es gibt unheimlich viele, nicht unendlich viele, aber sehr viele. Ich habe die
für uns jetzt einmal wichtigen hier aufgetragen. H2, O2, Kohlenstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasser. Da ist aber noch nicht geklärt, flüssig oder gasförmig. Ich hätte sogar Eis. Jetzt einmal eine Frage an Sie. Ich biete Ihnen drei H2O-Strukturen an. Dampf, flüssig, fest, Eis. Welches Potenzial ist höher? Das von Dampf, Gas oder das von Eis? Stimmt. Das Potenzial von Dampf ist höher, weil ich kann den Dampf kondensieren und dann eineisen, nicht das abkühlen. Und das Potenzial wird immer kleiner. Nicht? Ich muss Wärme entziehen, ich muss kühlen. Ich muss den Dampf kühlen, dann kriege ich einmal ein Kondensat. Das ist der Grund, warum, wenn es regnet, meistens wärmer wird. Aber nur das Wetter ist ein bisschen komplizierter als nur diese einfache Formel. Nicht? Das war schön. Und jetzt interessant, nicht maßstäblich, aber prinzipiell richtig. H2O2C haben das Potenzial null. Diese Komponenten kommen ohne Zutun von irgendwelchen Reaktionen vor. CO ist schon wieder negativ. Warum negativ? CO ist stabiler als Kohlenstoff und Sauerstoff. Wenn Sie jetzt diese zwei zusammenmischen oder sogar O2 und H2 zusammenmischen, mit Aktivierungsenergie vorausgesetzt, dann bilden Sie ein stabileres Molekül, als vorher die Einzelmoleküle waren. Ist jetzt verständlich, glaube ich, nicht? Soll ich es nochmal erklären? Genieren Sie sich nicht. Sie haben Chemie vor vielen Jahren das letzte Mal gehört. Und da haben Sie womöglich gesagt, na, das, was der erklärt, habe ich nicht verstanden. Gott sei Dank haben wir Pause. Ja, genau. Nur jetzt gehe ich nicht in die Details der Valenzbindungen ein, weil da sitzen wir um Mitternacht noch da. CO2 ist natürlich von der Stabilität stabiler als CO, weil CO können Sie nach wie vor wieder oxidieren. Ui, was ist jetzt alles passiert? So, da sind wir. So, H2O, komme ich gleich zu der nächsten Folie, nämlich ob jetzt, uns interessiert Eis weniger, sondern Wasser oder Gas, also Dampf oder flüssig. Dann habe ich als Beispiel Acetylen hergenommen, C2H2. Dann habe ich CH4 hergenommen, CH4 ist etwas negativ, aber nicht sehr negativ. Und jetzt kommt es darauf an, was ich mit wem reagieren lasse. Jetzt können Sie sagen, ja, welche Reaktionen können stattfinden. Das geht dann in die Valenz und in die Reaktionsenthalpie. Das lassen wir jetzt einmal weg. Aber was wollen wir? Dass wir jetzt nicht das Ziel aus Augen verlassen. Welches Potenzial hat eine aus Raumenergie gewonnene, nehmen wir es Energiegasmischung. Ich will das Wort Brownsches Gas, HHO-Gas und wie immer wir heute gehört haben, nicht nennen, sondern ich sage Energiegas. Okay? Jetzt in meinem Vortrag nenne ich es Energiegas. Und jetzt schauen wir uns das nochmal kurz an. Der Prozess schaut so aus. Wir sind natürlich Leute, die auch rechnen. Und in der Rechnung ist jetzt die Reaktionsenergie, das Delta HR, das nennen wir landläufig Heizwert. Oder Brennwert, kommt darauf an. Erkläre ich gleich, was der Unterschied zwischen Heizen und Brennwert ist. Und jetzt ist das die Summe, dieses große Sigma ist das Summenzeichen. Von allen zugeführten Mengen mit der jeweils zugeführten Potenzialenergie des Moleküls. Wenn ich zum Beispiel 5 Moleküle zuführe, dann brauche ich da 5 verschiedene Ns und 5 verschiedene HFs. Bei nur 2, H2 und O2, brauche ich eben nur 2. Minus, und wichtig ist, alles, was Sie zuführen, ist Plus, alles, was Sie abführen, ist Minus. Das ist einmal eine Nomenklatur. Es gibt Mechanikbücher, die bringen das durcheinander. Die sagen nämlich, wenn ich Masse zuführe, ist Plus, wenn ich es abführe, ist Minus. Wenn ich Energie zuführe, ist es Minus, und wenn ich es abführe, ist Plus, weil da kriege ich Energie raus. Absoluter Schwachsinn und verwirrt. Nur die Leute. Wenn Sie so anfangen, dann sind Sie in Teufels Küche, hundertprozentig. Ich habe nur bisher keine Chance gehabt, den Leuten das Publizieren abzugewöhnen. Das ist ungefähr so, wie denen beizubringen, dass die Masken in Corona nichts bringt. Ne? Sinnlos. Gut, das ist die Gleichung. Und jetzt schauen wir uns an, was da rauskommt. So, jetzt habe ich eine konkrete Rechnung gemacht. Die will ich jetzt nicht im Detail durchexerzieren. Sie können auf das dann zugreifen. Ich glaube, Sie kriegen das übers Internet. Ich habe jetzt die Potenziale ganz konkret, das kriegen Sie alles im Internet, diese Zahlen,
CO hat so viel, CO2 hat minus 3,93, da ist die Einheit. Ich habe jetzt gesagt, ich will als Edukte CH4, das ist Erdgas, das ist unser Erdgasmethan, mit Sauerstoff zu CO2 und H2O. Schauen wir nur einmal die Stöchiometrie an. Wie viele Kohlenstoffatome stehen links? Eines. Ein CH4, da ist kein C drin. Ein CO2 hat ein C. Passt. Wie viel Wasserstoff? Vier. Sehen Sie, vier. Vier ist 2 mal 2. H2O hat 2 Wasserstoff, aber ich habe 2 Moleküle. Und jetzt muss ich nur den Sauerstoff schauen, ob der stimmt. Habe ich 4, da habe ich 2 und da habe ich 2 mal 1, ist auch 4. Da gibt es schon Rechenprogramme, da brauchen Sie nur eingeben, welche Reaktion, und dann kriegen Sie das Stöchiometrie fertig raus. Nur Sie sollten es auch von Hand aus nachvollziehen können. Oder zumindest wissen, was es bedeutet. Ich habe dann unten die Größen hingeschrieben von dieser Tabelle. Und jetzt siehe da, die Energie, die ich bekomme durch 1 Kilomol CH4 verbrannt, ist, ja, ich habe es gleich durch die 22,4 Liter dividiert, weil wir wissen ja nicht, wir wollen von Menge auf Volumen, weil das können wir messen. Übrigens, das braucht man auch, um die Geschwindigkeit in einem Rohr dann zu bestimmen. Jetzt stellen Sie vor, Sie haben da 10.000 Kubikmeter pro Stunde wie in einem Stahlwerk und haben dann so ein Zollrohr. Sie da hätten Überschallgeschwindigkeit von Gas, das geht nicht, nicht. Da haben wir Leitungen mit 2 Meter Durchmesser. Warum? Weil wir das wissen. Und das sind 9,94, also 10 Kilowattstunden pro Kubikmeter Erdgas. Das sind die berühmten 36.000 Kilojoule. Das ist der Heizwert von Erdgas. Ja, vielleicht weiß das der eine oder andere noch. Und jetzt kurz zum Heiz- und Brennwert. Der Heiz- und Brennwert lässt sich nur dort definieren, wo Sie von einer Gas- auf eine Flüssigkomponente kommen. Wenn Sie von Gas- auf Flüssigkomponente kommen wollen, müssen Sie was? Energie entziehen. Ja, und damit kondensieren Sie. Sie können prinzipiell alles kondensieren, auch Wasserstoff. Nur der kondensiert ihn bei minus 250 Grad. Also das ist ein bisschen wenig. Ne? Stickstoff bei 190 Grad in der Gegend. CO2 kondensiert, glaube ich, bei minus 90 Grad und Wasser kondensiert ihn bereits